Künstliche Intelligenz ist das Schlagwort auf dem Digitalgipfel in Nürnberg. Die Bundesregierung hatte unlängst beschlossen, diese Schlüsseltechnologie bis zum Jahr 2025 mit 3 Milliarden Euro zu fördern. Noch können indes die meisten Menschen mit dem Thema gar nichts anfangen, das weiß auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dass wir alle uns sozusagen in einer Sphäre befinden, in der wir uns noch nicht so gut auskennen. Ich habe früher dazu mal Neuland gesagt. Also jedenfalls ist es aber in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain. Der Mensch, mahnt die Kanzlerin, müsse im Mittelpunkt stehen. 70 Jahre soziale Marktwirtschaft, 70 Jahre Wirtschaft im Dienste des Menschen bedeutet natürlich auch, dass der Mensch nicht hintenrum ausgebeutet werden darf, indem er sozusagen ein kostenloser Datenlieferant wird und anschließend keinerlei Hoheit über diese Daten mehr hat. Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass durch künstliche Intelligenz allein im produzierenden Gewerbe in den kommenden 5 Jahren etwa 32 Milliarden Euro an zusätzlicher Wertschöpfung möglich sind.